Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 14.04. Und heute können wir wirklich mal ein kurzes Video machen. Da ist nicht viel los, da ist auch nicht viel passiert. Die Bären bleiben hier auf der faulen Haut liegen, chillen einfach ein bisschen. Oben fehlen uns natürlich weiterhin die Signale. Was ich sehr interessant fand, ist, dass der zweite Versuch, nachdem der erste Versuch über 2,70 ja schon ein bisschen hart gekontert wurde, der zweite Versuch ja auch relativ deutlich weggekommen ist halt. Ne? Aber ja, bekommt sich unten nicht so richtig aus dieser Folge aus steigenden Hochs raus, auch wenn das jetzt hier fast gleichwertig ist mit dem. War aber ein höheres Hoch gewesen und da zähle ich das mal als Doppelboden hier, das kam zu schnell wieder hoch. Aber sollte das jetzt mal aufbrechen, dann könnte es vorstellbar sein, dass er nochmal so eine Welle nach unten probiert. Ne? Das wäre ganz typisch, das wäre dann quasi eigentlich sogar ein Flaggenmuster, ein ABC. Da könnte man dann letztendlich hier einen Channel ranziehen. Das macht man bloß jetzt nicht so, wie ich das jetzt gerade mache, sondern das wäre wirklich erst brauchbar. Wenn er jetzt wirklich nach unten unter das Tief nochmal geht, wenn er nochmal unter das Tief geht, sollte man erstmal damit rechnen, dass er hier in die, ja, sind wir wieder beim alten Thema, 115, in die 115.100 reinmacht, in die 15.115, 15.100. Das hätte ganz gute Karten, sich nach oben direkt wieder auszuspielen. Ne? Würde eher fast aber für einen Donnerstag passen. Ich glaube aber nicht, dass er sich am Montag jetzt hier noch halten kann. Also am Mittwoch. Das ist so eng kann er dann gar nicht mehr werden. Deswegen, wir nehmen die mal raus, weil die ist zu nah an diesem Hoch dran gezeichnet. Na, es kann ja auch sein, dass er uns am Mittwoch noch ein höheres Hoch reinstellt und von dort auch wieder so hart wegkontert und dass wir dann später unsere Flagge so ansetzen müssen. Und dann das quasi so machen, das ist ja auch möglich. Deswegen sage ich, man macht das nicht so, wie ich jetzt mache. Man zieht diese Flagge erst, wenn dieses Tief hier nach unten gebrochen wird. Deswegen lassen wir sie erstmal weg. Dass da nicht der ein oder andere auf falsche Gedanken kommt, weil letztendlich ist genau das gleiche, was wir gesagt haben. In dem Moment, wo er hier unten drunter macht, wo er mal anfängt, die 1,50, 1,70 rauszunehmen, das hat er nicht getan, dann wird er sich hier Platz bis 1,15 schaffen. Das ist das gleiche, was wir schon seit Tagen erzählen. Hat sich erstmal nichts dran geändert oben, auch wichtig. Muss halt über die 2,70 da mal richtig drüber. Das ist ihm auch nicht gelungen zum Dienstag. Können jetzt zum Mittwoch nochmal probieren. Muss man gutes Fingerspitzengefühl mitbringen. Ne? Die letzten Hochs wurden jetzt hier hart wegverkauft. Auch das eigentlich alles, was grün nach oben ging, wurde immer erstmal wieder weggekauft, aber es ist nach unten kein nachhaltiger Druck reingekommen. Sollte der da jetzt hier auch wieder hart am neuen Hoch wegverkaufen, das ist durchaus denkbar halt. Ne? Also da würde ich schon zum Nachmittag oben raus haben wollen, dass er dann wirklich lang laufen kann halt. Ne? Ja, ansonsten können wir hier soweit nichts sagen. Interessant wird, denke ich mal, Coinbase. Ich glaube, die kommen jetzt am 14. rein. Das dürfte im Kryptomarkt ganz interessant werden. Einfach aus dem Grund, wenn der Börsengang dort gelingt und gut wird und viel, viel, viel Profit abwirft. Dann wird wieder das Thema Krypto so ein bisschen in die Öffentlichkeit rücken, ja, sodass auch der ein oder andere ältere eingefleischte Investor vielleicht mal sich einen kleinen Ruck gibt und sagt, naja, Mensch, Coinbase, jetzt ist das schon so nah, jetzt sind schon die ersten Kryptobörsen an der Börse und ich sage immer noch, das hat alles keine Zukunft, vielleicht sollte ich meine Einstellung hinterfragen. Das ist jetzt kein Appell. Ich simuliere, was Leute denken könnten, die zum Beispiel auch Vermögen verwalten, die von sowas distanziert waren. In dem Moment, wo natürlich dann eine Kryptobörse jetzt an die Börse geht, bringt das Ganze einfach ein bisschen näher wieder halt. Ne? Das zeigt, dass das Zeug eigentlich schon viel weiter da ist, als es manche dann doch wahrhaben wollen oder sich eingestehen. Ich will aber da jetzt keine großartige Meinung äußern. Ich weiß, viele von euch, die finden das absolut nicht toll. Wer mich kennt, wer auch bei uns im Premium-Dienst ist, wer bei uns in der Community ist, der weiß, ich liebe die Kryptos, ich gebe da überhaupt nichts, also ich lasse da auch nichts drauf anbrennen. Verstehe aber jeden, der da sagt, das ist ihm zu heiß und da will er nichts mit zu tun haben und das ist doch alles noch Risiko. Für mich als Trader ist es halt immer, wo Risiko ist, gucke ich mir an, wie viel Chance es zu holen auf das Risiko, was ich setzen kann und ob das viel Risiko ist oder wenig, das hängt von meinem Einsatz ab. Ja, ich kann auch in ein hochriskantes Produkt rein investieren. Mach halt einen Einsatz kleiner. Wenn das Produkt mir dann aber oben raus viel, viel mehr Chance bringt, dann ist es für mich als Trader interessant. Und dann ist es egal, ob das eine Kryptowährung ist, ob das ein Rohstoff ist, ob das ein DAX ist, ob das ein Nasdaq ist. Das Setup muss passen halt, ne? Und von daher ist das cool. Und ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass über das IPO oder über den Börsengang, sagen wir mal lieber Börsengang, da eben nochmal ganz viel Aufmerksamkeit drauf kommt, auf die großen Player, ne? Und eher auf die Leute, die sich nicht so viel mit Kryptos bisher beschäftigt haben, die dann natürlich jetzt nicht die abgespaceden Altcoins kaufen, sondern die dann wirklich das kaufen, was in den Medien präsent ist. Das sind so Sachen wie Bitcoin, das ist vielleicht sogar der Ripple, das ist
Vielleicht sogar der Litecoin, vielleicht Dogecoin. Ne? Das sind so die Sachen, die medial immer ein bisschen irgendwo mit einem Schwungrad gedreht haben. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass dort, und man sieht es ja auch aktuell auf den Kryptowährungen, dass dort Bewegung reinkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da zum Coinbase-Börsengang da jetzt nochmal ein bisschen Wind auch mit draufkommen kann und dass dann vielleicht so langsam diese ganze Hype-Phase, die wir in Krypto seit ein paar Monaten haben, dann auch langsam in die Sommerpause geht und da ein bisschen Ruhe reinkommt. Und von daher wird das ganz interessant, wie das jetzt morgen abläuft. Bin ich sehr gespannt. Könnte mir wirklich vorstellen, dass die einen ganz soliden Start hinlegen, dass das wirklich gut ist, dass man da auch keine Chance hat reinzukommen, dass viel zu hoch gelistet wird gleich, viel zu hohe Nachfrage ist und für den privaten Gockel bleibt dann wieder nichts anderes übrig, als die letzten fucking Scheißkurse ganz, ganz, ganz oben zu nehmen oder es dann ganz bleiben zu lassen halt. Ne? Also ich glaube, es wird eher auf sowas hinauslaufen, dass da gar nicht großartig viele die Chance haben, überhaupt noch zuzugreifen. Gut, das ist für mich jetzt interessant am Mittwoch. Für der DAX eben, wie gesagt, wenn er da rausgeht. Ansonsten hier in der Range kann man sich halt auch ein paar Punkte verdienen, na, hin und her und hin und her. Solange bis das aufläuft, bleibt das auch mal weiter. Ideal wäre natürlich die Auflösung zum Donnerstag. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was er zum Mittwoch da machen will. Wird nicht drum rumkommen. Aber wird bestimmt zum Mittwoch das jetzt, also eigentlich muss er es fast zum Mittwoch machen. Das passt nicht rein, hier fehlt ein Tag. Wäre jetzt Donnerstag, wird es ideal, würde ich den direkt rauszählen. Aber Mittwoch fällt mir jetzt ein bisschen schwer, was der machen soll. Wahrscheinlich macht ein Fehlsignal oben. Oder er schiebt sich einfach irgendwie weiter zur Seite hier raus, so, dass er irgendwann hier so steht oder was morgen. Ja, Punkt. Also oben und unten noch keine Signale. Von daher, machen wir das Video nicht länger, als es sein muss. Ich mache dir zu. Und ich viel Erfolg zum Mittwoch und drücke uns die Daumen, dass der Kerl hier langsam mal aus seiner Mensch wieder rauskommt. Ich glaube aber, dass die Leute, die sind reif, jetzt, wenn da jetzt noch ein bisschen Bewegung reinkommt, wieder so Wall Street Bets Stimmung, dann ja, könnte man dann auch langsam ein bisschen schon vorzeitig in die Sommerpause gehen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Also, sieht auf jeden Fall interessant aus. Für mich aktuell noch eher nach unten raus, aber ich bleibe dabei, was ich den ganzen Tag erzählt habe, wenn der oben geht. Wenn der oben rausgeht, wird man nicht drum rumkommen, ihm dann folgen zu müssen. Aber dazu sollte man halt wirklich auch aufpassen, bis er die 270 da rausgenommen hat, sich darüber etabliert hat, die 270 auch mal nach oben verteidigt hat und so weiter. Und dann sind da entsprechend die nächsten Ziele drin. Das habt ihr alles schon gehört, bleibt gleich und deswegen hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschö!